Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bus Simulator 18. Heute kümmern wir uns das letzte Mal um die Linie 27. Wir haben sie bereits auf Level 4,5, sagen wir es mal so, gebracht, die Bushaltestellen. Wir machen jetzt noch ein letztes Mal eine Rundfahrt und ich würde sagen, wir starten da einfach direkt. Und nehmen und schnappen uns wieder einen von den Urban Ways. Nehmen wir den. Rundfahrt ist an, wunderbar. Und es regnet. Okay, wir rennen eigentlich immer, okay. Dann gehen wir mal rein. Ich habe gerade eben gesehen, lustigerweise. Es ist jetzt mittlerweile das 70. Video zu Bus Simulator 18 von mir. Und ich glaube, ich habe die Info noch nie gesehen. Man kann wohl Tab drücken und dann sieht man dann alles. Fahrerfenster, Sonnenblende, Feststellbremse. Vielleicht habe ich es. Kann natürlich auch sein, dass ich es irgendwann mal gesehen habe. So ganz am Anfang, aber wir kennen alles, passt. Also Tab drücken, um die ganzen Sachen zu sehen. So, das brauchen wir nicht. Das brauchen die Fahrgäste. Wir schalten den Gang ein, lösen die Parkbremse, schalten den Tempomat ein, schalten die Lichter ein und fahren los. Zum Zopf. Und Scheibenwischer wäre natürlich auch nicht verkehrt. Ah, okay, ja. Na, ich darf nicht vergessen, es regnet. So, das ist dann wieder bekloppt. Sonne scheint auch noch. So ein Sonne-Wolken-Mix. Ja. Kann natürlich sein, dass es den schon mal gab, aber doch schon ziemlich blendend jetzt die Sonne. Nächster Halt, zentraler Busbahnhof. Und wir bringen jetzt die ganzen Bushaltestellen, die noch auf Level 5 gebracht werden müssen, auf Level 5. Damit wir dann. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Einzelstandard, zwei Stück. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich doch. Sieh dir den ganzen ab. Danke. Gehen wir nochmal einmal kurz durch. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Bitte. Noch nicht. Wochenticket, zwei Stück für Senioren. Na klar. Hier. Wir machen hier ist die Fahrkarte. Nicht ja, so wie hier, sonst die letzten paar Wochen, vielleicht sogar den letzten Monat, dass wir sowohl Dienstag als auch Donnerstag jeweils zwei Videos Bus Simulator 18 rauskommen. Sondern ich werde das ja so machen, dass wir dann gemeinsam. Also wir gucken uns natürlich, wir werden wahrscheinlich noch die Info bekommen, was denn so als nächstes drankommt an Szenario. Aber abgesehen davon werden wir uns dann der nächsten Mission am Donnerstag widmen. Kann natürlich sein, dass es dann auch so sein wird, dass wir dann mehrere Videos wieder dann an einem Tag bringen von Bus Simulator 18, je nachdem wie umfangreich die nächste Mission sein wird. Damit wir hier endlich mal vorankommen. Das gröbste Ziel ist erstmal zumindest das Standardspiel. Bis Bus Simulator 21 rauskommt, fertig zu haben. Wäre schon mal super, wenn wir das bis dahin schaffen. Nämlich das Gefühl, da kommt noch einiges auf uns zu. Wobei es natürlich auch sein kann, dass einige Missionen erst entsperrt werden und schon quasi für uns, obwohl wir das Add-on nicht haben, das DLC, dass uns das trotzdem schon als Mission angezeigt wird. Kann natürlich auch sein, ne? Müssen wir mal schauen, bis wohin es dann geht. Nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Das ist
Ich dachte, jetzt rennt doch noch jemand rüber. Solange wir da gewartet haben, aber. Nee, rannte keiner rüber. Aber wir haben ja jede Menge Zeit, also wir haben ja. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? So viel Zeit im Petto. Zumindest eine Dr. Doyle-Straße, danach wird es ja wieder ein bisschen. Ja, Punkte fürs Blinken, wer braucht die schon? Der Herr, der auch ist eingestiegen. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto. Na klar, hier, bitte. Haben wir das auch. Dann schnappen wir uns mal eben kurz die Tickets, brauchen wir ein Tickets kurz. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte, natürlich. Danke. Und dann können wir auch gleich weiter. Dann wollen wir mal weiterfahren zur Freefield-Siedlung. Nächster Halt, Freefield. Wer da fährt, dann fahren wir auch. Ist doch klar. Gestern Abend. Ich hätte da nicht bleiben sollen. Jetzt wurde jemand müde. Doch relativ früh dort, okay. Hey, hast du Lust ins Kino zu gehen? Really? In welchen Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ein Kilometer pro Stunde in etwa zu viel war es gewesen. Ich glaube, so ab 28 auf alle Fälle kann man ja rüberfahren. Oder 25 auf alle Fälle, aber ich glaube, so 30 ist ungefähr die Grenze. Oh. Vorhin natürlich gucken, wer hier einsteigt. Was vergessen? Die beiden. Boah, ist das am Schütten. Oder um es kurz zu machen, alle drei. Alle vier. Hier, bitte. Was? Was? Ach so. Hier. Was? Ein Ticket? Wozu brauche ich denn ein Ticket? Dann wollen wir weiter zum Sonnental. Es wurde jetzt diesmal eher Regental, aber gut. Was? Wie bin ich denn hier gelandet? Ich muss mal schauen, wenn das. Also für mich persönlich leckt das Spiel halt überhaupt nicht. Ich muss mal gucken, vielleicht mache ich einfach dann die nächste Aufnahme dann mal mit Streamlabs OBS, weil das Stream, das läuft da ja deutlich besser. Was CPU-Auslastung betrifft, also 15% weniger, ne, sagen wir mal so. Wir sind jetzt bei 23-27%, ne, gar nicht, 20%, 21% CPU-Auslastung. Da sind alle ausgestiegen, ja, ne? Fahren wir mal wieder zur Freefield-Siedlung. Nächster Halt, Freefield-Siedlung. Sprich, das sind 10. Okay, jetzt bei Aufnahmen sind das roundabout 10% mehr. Also, ja, hier bei normal Streamlabs, bei OBS. Ist, sind es 10% mehr CPU-Auslastung bis ja teilweise 13% mehr. Bei Streams teilweise sogar 15%. Von daher müssen wir noch mal, muss ich nochmal gucken, ob. Ich glaube, ich mache dann mal die nächste Aufnahme vom Bus-Simulator 18, sprich das Donnerstag-Video, mache ich dann mal mit Streamlabs OBS. Das funktioniert ja jetzt mittlerweile auch, dass man da zwei Audiospuren oder zwei separate Tonspuren haben kann. Guck mal, dass es dann auch besser läuft.
Da muss ich halt dann wirklich dran denken bei Streamlabs OBS, dass ich dann auch wirklich dann beim nächsten Stream, nachdem ich das Donnerstag-Video aufgenommen habe, dass ich dann da die Audio-Einstellungen wieder überprüfe, weil ursprünglich ist das Streamlabs OBS eigentlich nur mein Streaming-Programm gewesen, oder war zumindest so gedacht. Abgesehen davon, dass ich das immer nicht genutzt habe, weil eine Zeit lang entweder Streamlabs OBS funktionierte oder OBS Studio, muss man ja eigentlich dazu sagen. Also bei OBS Studio sind diese hohen CPU-Auslastungen so. Ich nutze nicht mehr OBS Classic, da es halt nicht mehr unterstützt wird durch Upgrades, Updates. Sprich, wenn ich von OBS spreche, dann von OBS Studio. Jetzt hier eine Links-Rechts-Kombi. So, Freefield-Siedlung. Dadurch würden wir zumindest die CPU-Auslastung weiter runter pushen. Kann natürlich helfen, andererseits kann es natürlich auch daran liegen, einfach, dass die FPS so extrem niedrig sind, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so heftig leckt. Oder lecken würde. Naja. Schauen wir doch mal am Donnerstag, wie das Ganze dann so ist. Bisschen spät dran sind wir. Eine Fahrkarte bitte. Nur die Dame dort hinten, alles klar, easy going. Einzel kleine Brocken. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber natürlich doch. Danke. Sehr schön. Eine Fahrkarte bitte. Eine Tagesfahrkarte. Wo hab ich denn? Ne, da es nur einmal Müll gibt, lass mal den Müll mal dort liegen. Wir wissen dann, wo der Müll ist. Dann flitzen wir mal schnell zur Dr. Deutschstraße und danach noch zum Zopf. Nach das Ding. Und wir sollten jetzt schon da sein. Wunderbar. Das ist ein Geist. Höchstens ist eine optische Täuschung, es regnet schließlich. Auch ruhig weiterfahren. Den halt nicht. Nein, noch sind wir nicht. Noch haben wir nicht so arg viel Zeit, die uns im Nacken sitzt. Aber langsam. Vor allem, wenn es wieder nur Stück für Stück vorangeht. Jetzt kannst du fahren. Also willst du mich verarschen? Nun fahr nun. Nun fahr auch, Mensch. Oh Mensch, da joggt da jemand mal. Interessant. Nächster Halt, Dr. Dollstraße. Also bei der Dr. Dollstraße kriegen wir nie Punkte fürs Blinken. Ich denn... Ah, hier ist die Fahrkarte. Hier.
Wie oft wollen Sie... Klar. Ja, ich wollte nicht die von Ihnen nochmal sehen, ich wollte die vom Herrn daneben sehen. Dann flitzt er mal zum Zopp zurück. Nächster Halt, zentraler Busbahnhof. Endstation. Bitte alle aussteigen. Gut, dass wir jetzt eigentlich nur noch Ampelanlagen haben und das jetzt kontrollierter ist, der Verkehrsfluss. So haben wir zumindest jetzt nicht das Problem mit KI, die nicht fährt. Jetzt müssen noch die Ampel, die grünen Phasen halt für uns da sein, aber es sind jetzt eher Rotphasen. Aber wir haben ja so gesehen 2 Minuten Zeit, bis wir dort sein müssen, um noch um keine Negativpunkte dafür zu bekommen. Aber bis jetzt ist nur ein einziger Negativpunkt in Bezug auf Dingens, ne? Auf hier den einen Speedbump, den wir etwas zu schnell genommen haben. Müssen wir auch tatsächlich zum Zopp und faken das Ganze nicht, um mehr Punkte zu bekommen. Nächster Halt, zentraler Busbahnhof. Endstation. Bitte alle aussteigen. Wunderbar, dann lassen wir da halt aussteigen und dann fahren wir zum Depot bzw. zur Garage zurück. Das heißt da hier eher Garage. Und dann schnappen wir uns den Müll und beenden die Fahrt und beenden auch dann dementsprechend endlich dieses ewige lange Mission. Ich wollte gerade Szenario sagen, beziehungsweise warum. Oh, das war knapp. Ich weiß nicht, wie ich auf Szenario gekommen bin im Kopf, aber gut. Ich hab's ja nochmal korrigieren können zur Mission. Bin ich auch mal gespannt, wie das dann im Busnummer 21 sein wird. Ob's da. Wie das Missionssystem dort aussieht. Wird es wahrscheinlich auch irgendwas geben, also die wird der Sandbox, glaube ich, geben und bestimmt gibt es dann auch einen Karrieremodus. Scheibenwische aus. Schnappen wir uns den Müll und steigen aus. Und beenden die Fahrt. Jawohl, Level 5, alle auf Level 5, wunderbar. Innerhalb Sterne, kurz vor Level 22. Wir haben. Moment, sind wir Level 22 oder sind wir kurz vor Level 22? 22.941,48 € haben wir bekommen. War ein neuer Rekord sogar, geil. Hallo, hier spricht Max Klein. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin der Vorstand des Tourismusverbandes von Seaside Valley. Mira war so freundlich, mir deine Kontaktdaten zu geben. Wir sind sehr glücklich mit der Sightseeing-Route, die du erstellt hast und wollten erfragen, ob es möglich wäre, 2 weitere solche Routen anzulegen. Wir dachten an eine, die alle Sehenswürdigkeiten anfährt und eine weitere, die nur die Highlights außerhalb der Stadt verbindet. Beide Routen sollten sowohl an den ZOB als auch den Hauptbahnhof anschließen. Ah, und wir haben von einigen Leuten gehört, dass unsere Kreisverkehrsskulpturen sehr beliebt sind. Es wäre wundervoll, wenn du auch diese einplanen könntest. Interessant. Sightseeing. Erstelle 2 zusätzliche Sightseeing-Strecken und verbinde sie mit dem zentralen Omnibusbahnhof und dem Hauptbahnhof. Nutze Fahrer, um Einkommen auf einer Strecke zu generieren, welcher beinhaltet zentraler Omnibusbahnhof,
Hauptbahnhof, Rathaus, Kathedrale, Pferdemühlengasse, Südspeiche, Pieskogel Grange, Steineckkirche, Bootsbauergasse. Exakt 9 Haltestellen, genau, sind exakt 9 Haltestellen. Streckenzeit unter 34 Minuten. Okay, dann nutze Fahrer, um Einkommen auf einer Strecke zu generieren. Zentraler Omnibusbahnhof, Hauptbahnhof, Südspeiche, Pieskogel Grange, Steineckkirche, Bootsbauergasse. Exakt 6 Haltestellen, Streckenzeit unter 32 Minuten. Fahre alle Strecken im Loop-Modus. Lass mindestens 5 Assfahrer und 5 Busse Einnahmen auf jeder Strecke generieren. Und erreiche eine 4-Sterne-Wertung auf beiden Strecken. Belohnung: ein Decal, eine Farbe und 200k. 200k irrelevant. Decal und Farbe, ja, ne, für die Collection quasi. Das Ding ist, was ist denn hier, bitteschön, hier ist doch nichts belastet. Also das ist immer noch belastend. Aber das Belastende ist, der Hauptbahnhof, der ist überlastet. Warum der Hauptbahnhof überhaupt? Das ist die Fernbügasse. Der Hauptbahnhof, okay, Hauptbahnhof. Das Ding ist, wir haben aktuell 8 Fahrer, die am Hauptbahnhof quasi halten. Wir brauchen 5 Assfahrer und 5 Busse auf jeder Strecke. Heißt, wir hätten dann, wenn wir dieses auch erreichen wollen, wären wir dann bei 10 von 11. 11 ist ja leider beim Hauptbahnhof das Maximum. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen jede einzelne Route, die den Hauptbahnhof beinhaltet, umändern, dass die nicht beim Hauptbahnhof hält. Müssen sie dementsprechend nochmal neu fahren, weil wir sie ja bearbeitet haben und geändert haben. Und danach können wir uns eigentlich erst so richtig hier ranhalten. Allerdings würde ich sagen, wir fangen an mit der ersten Strecke, also mit der Sightseeing-Route, mit der Stadt-Sightseeing-Route und mit der Überland-Sightseeing-Route. Wir erstellen die schon mal, damit wir das Ganze schon mal haben. Und dann können wir nach und nach die Fahrer quasi dazu holen und auch Busse und so weiter und so fort. Heißt, ich würde sagen, wir fangen am Donnerstag direkt damit an und ballern wieder richtig los und erstellen die neuen Sightseeing-Routen. Und dann kümmern wir uns ab nächster Woche darum, dass wir alle weiteren Linien, abgesehen von den Sightseeing-Routen, dass wir dort den Hauptbahnhof wegnehmen. Und wir sind Level 22, kurz vor Level 23, heißt, wir haben nur noch, ja, im Grunde genommen 2 Level bis zum Max-Level. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Bus-Simulator 18-Video wieder.